Hallo und gesagt zurück zu Cities Skylines. Ich habe mich ein bisschen gekümmert um ja, unsere, wo auch immer diese Wege herkommen oder hergekommen sind. Die sollten jetzt zum großen Teil weg sein. Hier und da ist vielleicht noch ein Stückchen irgendwo versteckt unter einer Straße oder unter einem Haus, aber zumindest sticht es jetzt nicht mehr so ins Auge. Und in dem Zuge habe ich ein bisschen auch hier und da ein paar mehr Bäume platziert. Und das dann etwas ausgeufert, wobei nicht allzu sehr. Ich habe hier einfach dann in der Innenstadt, teilweise in den Innenhöfen noch ein bisschen was gebaut, um auch drauf zu kommen. Wir haben hier zum Teil schon noch ein paar Lücken im Sinn von, da wollten wir offensichtlich irgendwas machen, beziehungsweise weiß ich, dass wir was machen wollten. Speziell hier das Universitätsgelände, das schaut noch eh ein bisschen langweilig aus. Ich glaube, da müssen wir noch dringend was tun. Da werden wir uns, glaube ich, auch noch drum kümmern. Und eine Verkehrsfolge steht, glaube ich, auch an. Nicht zuletzt, weil ja von euch da gewünscht ist, dass wir uns da ein wenig drum kümmern. Vielleicht die eine oder andere Umfahrung bauen. Hier hinten rum könnte man eventuell noch eine Straße ziehen. Vielleicht sogar ein Stückchen hier untertunneln. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, eine Voraussetzung dafür wäre eventuell, dass wir das Gebiet hier dazu bekommen. Da wären wir aber nicht mehr allzu viel davon entfernt. Also gerade mal gute 3000, 4000 Einwohner in dem Fall. Ja, genau. 42 braucht man. Ungefähr 4000 Einwohner noch dazu, dann hätte man das geschafft. Im Moment bedarf nach Einwohnern nicht da, aber dafür sehr, sehr hoch nach Industrie- oder Bürogebieten. Also da können wir uns auch kümmern. Regnet es jetzt gerade natürlich. Was wir auch vorher noch schnell fertig machen oder zumindest mal so weit bringen, dass man sagt, ja, Hälfte ist abgeschlossen, ist hier der Teil vom Kulturzentrum und da fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Grün, wie ich finde. Und da müssen wir uns nicht allzu sehr austoben. Vielleicht genügen sogar einzelne Bäume, aber in diesem Fall nicht einfach zugekleistert, sondern da werden wir schon dafür sorgen, dass wir ein bisschen in Reih und Glied aufstellen. Eichen. Die sind relativ klein. Ich hätte ein bisschen was Größeres gerne, aber die Kiefer ist wieder zu groß. Vielleicht Erlen. Einfach mal schauen, was passiert, wenn wir die so aufstellen, wie das dann ausschaut. Ob das gut ausschaut oder nicht. Sie müssen ja nicht ganz, ganz regelmäßig sein, das passt eh. So, hier haben wir jetzt 5 untergebracht. Und da glaube ich 2, oder? Soweit, so gut. Vielleicht ziehen wir das da hinten noch ein bisschen durch. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde jetzt für den Moment zumindest mal das kurzfristig abschalten, damit ich mir hier mal leichter tue mit schnell dekorieren. Dann können wir es gleich wieder einschalten. Da würden sogar 6 Stück herpassen. Die sind etwas größer geraten, aber ist auch okay. Schon mal gut. Und dann vielleicht noch irgendwas anderes. So ein bisschen, das eine oder andere darf ja etwas unregelmäßiger stehen. Aber nicht zu dicht, habe ich das Gefühl, soll es hier sein. Hier und da an einem Eck darf es auch mal was Größeres sein. Ich da schon rein. Ah, da fällt mir ein, das war ja auch gewünscht, dass ich mich um die überschüssigen Hochspannungsleitungen mal kümmere, wenn ich welche sehe, werde ich das gerne machen. So, soll man hier auch ein bisschen Nadelgehölz spendieren hier und da. Und natürlich ein bisschen Buschwerk wäre auch nett. Die sind aber immer so, ja, durchaus etwas anstrengend zum Platzieren, weil sie einfach wirklich so klein sind. Und wenn man sie dann mit diesem Tool hier platziert, dann hat man überall Büsche, will ich auch nicht haben.
So, mal schauen, was da rauskommt. Ob das halbwegs was gleich schaut. Ja, dürfte sogar noch ein bisschen grüner sein. Ich glaube, für den Moment lassen wir es so. So, mit ein bisschen Glück fängt es nicht sofort wieder an zu regnen. Dann hatten wir hier ja eh bunt gemischt. Dann bleiben wir dabei, dass es bunt gemischt ist. Okay, und die Frage ist, ah, da wäre auch noch so ein Kandidat. Die Frage ist, wo wir dann das nächste Büro oder Gewerbegebiet hinbauen. Ich glaube, bis hierhin können wir es machen. Das ist ein bisschen verbunden. So, da können wir die Lücken noch füllen. Sehr gut. Was wollten wir hier haben? Gute Frage. Einfach nur ein Puffer. Ja, lass mal ein bisschen Luft dazwischen. Kann man einen Weg oder irgendwas durchziehen. Und ein paar Bäumchen aufstellen. Vielleicht sogar ein Fahrradweg. Wobei, hier wollen alle durch. Okay, sehr gut. Ja, da sehe ich jetzt gerade noch ein paar von diesen überschüssigen Straßen oder Wegen vielmehr. Die sich in dem Fall gar nicht löschen lassen. Interessant. Sonst hat es immer geklappt mit einfach drüber bauen. Wobei hier stören sie jetzt zum Glück am wenigsten, aber trotzdem schräg. Da lassen sie sich löschen, hier nicht. Oder ist das sogar ein Weg, der... Na, der sollte auch nicht da sein. Aber ist egal, da schaut es nicht so schlimm aus, da können wir das lassen. Gut. Also, Industriegebiet. Mal ein bisschen... umschauen. Oder so ein Bürogebiet. Vielleicht, wenn wir da hinten wirklich eine Umfahrung planen, könnte man sogar da irgendwie dazu bauen. Oder einfach wirklich das Industriegebiet noch einmal vergrößern. Wäre auch okay, so ein bisschen zumindest. Vielleicht nicht gerade mit Straßenbahnen wäre recht. Bisschen eckig und kantig ist okay. Und da lasse ich auch die Hochspannungsleitungen. Weil ich finde es schon ganz nett aus im Industriegebiet. So, hier wollen wir den Park so ein bisschen zu Leibe rücken, aber nicht zu weit. Ich glaube, die Mod sollte jetzt aktiviert sein. Genau, wo die nicht mehr... nach abgestorbenen Bäumen ausschauen, sondern wirklich grün bleiben. Kleine grüne Lunge hier im Industriegebiet. Finde ich super. Und ich glaube, wenn wir das hier dazu bekommen, dann können wir es hier noch so ein bisschen ausdehnen. Warten wir vielleicht auf das und lassen wir hier wirklich so einen Abstand dazwischen. Aber im Büros ist die Frage, die Orienthöhen hier wirken auch so ein bisschen sehr dünn an der einen oder anderen Stelle. Hier könnte man eigentlich dazu bauen. Da sind die Straßen schon da. Finde ich, spricht nicht wirklich was dagegen. Von mir ist auch ein bisschen Gewerbe. Eventuell dünn. Nicht zu viel. Und den einen oder anderen Park können wir eventuell noch unterbringen. Machen wir das unter Umständen gleich, weil da haben wir wirklich eher weniger da rüben. Irgendwas ganz Simples, Nettes.
stilles Örtchen. Das ist okay, würde ich sagen. Können wir hinten F0 auch mit dem Weg anschließen. Gut, mal schauen, was auch die Bevölkerungsanzahl noch ein bisschen steigen lässt. Zwar etwas abseits hier das Gebiet, aber ich glaube, das ist schon okay. Ja, wenn wir hier schon gerade sind, Universitätsgelände, ich glaube, das werden wir jetzt einfach auch flott gestalten. Und zwar nur mit ein paar Wegen, ein bisschen grün. Das dürfte schon helfen. Sollte ja hier im Endeffekt das ganze Gebiet zur Universität gehören. Und natürlich fahren dann ein paar Autos durch, das ist okay. Hier ist auch das eine oder andere Geschäft, nicht nur Verwaltung. So, da oben vielleicht noch ein wenig, so Hintereingang quasi zur Uni. Brauchen wir auch. So weit, so gut. Und da müssen wir uns natürlich noch begrünen. Das mache ich jetzt ausnahmsweise mal live. So, ich versuche es wieder mal mit dem hier. So ganz vorsichtig. Immerhin ein paar Bäume platziert da. Und den Rest müssen wir dann auffüllen. Es muss ja auch nicht extrem dicht sein überall. Studenten wollen ja vielleicht zwischendrin auch mal auf der Wiese liegen. Bisschen entspannen. Müssen wir nicht alles mit Bäumen zukleistern. So. Mal etwas vorspulen, dann geht die Nacht ein bisschen schneller rum. Und wir wissen auch, wie sich die Bedürfnisse verändern. So, die Hochspannungsleitung, die werden wir fast lassen, glaube ich. Okay. Sollte halbes genügen für den Anfang. Da schaut es mal nicht mehr ganz so trostlos aus. Schon ein bisschen netter. Gut. Ja, nach wie vor Büro und Gewerbe. Könnte man da immer noch ein wenig dazu bauen. Noch mehr Platz. Vielleicht ein bisschen Grün reinbringen. Ah, da ist schon Hügel. Auf den möchte ich nicht drauf. Da haben wir auch ein bisschen Wassermangel, so wie es ausschaut. Oder? Na, doch nicht. Hat einen Moment gedauert, bis sich's verbreitet. Kriminalität. Ja, müssen wir eh wieder mal schauen, ob die ganzen Dienstleistungen noch passen. Und hier könnte man noch, oh, das wollte ich nicht, ein paar Wohnungen dazugeben. So, von denen können wir uns aber trennen, glaube ich.
Das geht. Bedarf nach Wohnungen ist im Moment zwar nicht da, aber dann füllt sich das nach und nach ein bisschen auf. Sehr gut. Okay. Öffentliche Verkehrsmittel. Das war auch so ein Wunsch, dem wir noch nachkommen sollten. Da haben wir ja doch einiges an Lücken, speziell da oben. Ist die Frage Straßenbahn. Die geht ja mittlerweile zum Bahnhof. Nein. Geht nur der Bus bis zum Bahnhof. Geht gar nichts bis zum Bahnhof. Ah, das wollten wir überhaupt noch machen. Ja, gute Gelegenheit, das jetzt zu erledigen. Straßenbahn. Ja, wäre ich schon fast dafür, dass wir die verlängern bis zum Bahnhof. Spricht, finde ich, nichts dagegen. Genauso wie eigentlich die Busse. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich nur. Ja, da können wir eigentlich die ganze Runde auch gleich fahren. Da können wir sogar eine Einbahn draus machen. Oder gab es dann nicht. Wo war das? Hier, zweispurige Einbahnstraße mit Straßenbahngleisen. Ist das das, was ich suche? Das ist das, was ich suche, aber das ist ja Teil vom Bahnhof hier. Das heißt, ich kann da gar nicht ran. Ha, okay. Gut, dann in diesem Falle. Mal überlegen. Kommen wir da irgendwie durch? Und schaut auch halbwegs nett aus. So, Anarchie nicht vergessen hat geheißen. Wäre okay. Und die Frage, wie kommen wir jetzt gut zurück? Können wir uns theoretisch doch mit den Einbahnstraßen noch behelfen? Also wenn wir hier zum Beispiel rauffahren und hier wieder runter. Und da dann rüber. Das würde gehen. Ist da oben zwar jetzt nicht wirklich eine Einbahnstraße. Wir können sie auch nicht upgraden, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Weil wir könnten theoretisch mit dem Bus sogar dann so reinfahren, oder? Dann muss er so wieder raus. Auch doof. Wie schaut das mit normalen Gleisen aus? Die bleiben da offen. Gut, könnte man natürlich behaupten, das ist vorbereitet für einen späteren Ausbau. Oder vielleicht fällt mir dann noch was Besseres ein oder wem auch immer. Wir können unter Umständen auch hier die Schleife hinbauen. Würde eigentlich auch gehen. Na, lassen wir es mal so für den Moment und schauen, was passiert. Okay, dann verlängern wir die jetzt noch rüber. Falls halbwegs einfach möglich ist, im Prinzip nur die hier. Das heißt, die bleibt jetzt einmal hier stehen beim Retourfahren dann natürlich da. Und hier langt das. Ah doch, da sieht man die Haltestelle, aber mir wäre es fast noch lieber da vorne. Ah, die laufen da querbeet. So wie es ausschaut. Gut, dann wollen wir das ein bisschen unterstützen. Mit dem einen oder anderen Weg. Perfekt.
Bisschen hügelig, aber ist okay. Ah, da warten eh schon die ersten bei der Bahnhaltestelle, bei der Straßenbahnhaltestelle, sehr gut. Also Straßenbahn fährt mal darüber. Wie schaut es mit den Bussen aus? Ah, jetzt habe ich über Tag und Nacht wieder drüber gespult. Wollte ich eigentlich nicht. Dann lasst mich ganz kurz nochmal auf Tag schalten. Tag, Nacht absolut okay, aber zum Bauen habe ich dann doch gern ein bisschen heller. So, der rote Linie dürfte eigentlich auch noch problemlos einen Zwischenstopp machen. Beim neuen Bahnhof. Beim Hin- und Zurückfahren, ja. So, glaube ich, passt's. Und die blaue Linie eigentlich auch. Das war die grüne Linie. Moment, habe ich jetzt gerade eine neue gemacht oder? Ah, die grüne gibt es ja auch noch. Ja, ist auch okay. Darf ich nicht vergessen, dass die halt hier auch stehen bleiben soll. Bleibt die hier stehen? Schaut so aus. Ja, die bleibt hier stehen. Ja, das war in dem Fall die grüne. Dann die blaue. Die Frage, wie erwische ich die blaue? Gut, ich könnte die grüne hier mal wegnehmen. Dann erwische ich die blaue. Der kann ja so rumfahren. Nicht so einfach. Ja, so wird es ihm nicht passen. Wenn ich die jetzt hier vorziehe, dann sind wir wieder da drüben. Dann muss ich dahinter eine schnappen und hier hinziehen, dann soll es passen, oder? Glaube, jetzt stimmt's. Und die Grüne kann eigentlich auch da bleiben, das ist schön verteilt. Weiß nicht, ob die jetzt beim Hinfahren auch stoppt. Es schaut nicht so aus. Aber da wird es langsam ein bisschen schwierig, das alles zu erwischen. Aber lassen wir es für den Moment mal so. Ich glaube, das passt. Okay, kümmern wir uns lieber um die Lücken, die wir haben. Und die sind groß. Jetzt ist eben die Frage, Straßenbahn darauf oder nicht. Aber ich denke fast ja. Vom Bahnhof weg hier rauf. Da werden wir sicher noch zubauen. Bis darüber mal und dann schauen. Ja, die Straßenbahn hat mittlerweile eine halbwegs gute Länge. So rauf. Und den Rest hier mit Bussen. Ja, wobei ich hätte schon gern mehr Straßenbahn, muss ich sagen. Aber so können wir mal starten, zumindest, weil dann haben wir hier mal abgedeckt und haben was, mit dem man da halbwegs schnell raufkommt. Machen wir es mal so und sonst, vielleicht hat er der eine oder andere Vorschläge, die nehme ich dann gerne noch an. So, vorsichtig, dass wir ja nichts Falsches upgraden. Ah, den passt Straßenbahn nicht unbedingt. Aber hilft nichts. Irgendwo muss sie durchfahren. Ich glaube, da geht es auch halbwegs flach und Anführungszeichen den Hügel rauf. Na? Ja, das schafft die Straßenbahn schon.
So ist die Frage, ob wir da auch durch den Tunnel durchkommen, aber ich glaube ja, wäre eh ganz nett. Oder wir fahren einmal rechts, einmal links rum. Ginge auch. Machen wir es so. Glaube ich besser. Und hier brauchen wir noch eine gute Lösung. Man, im Moment ist nicht viel los. Aber das wird sich bald ändern. Das heißt, im Moment können wir es noch so machen. Bisschen zu viel. Und später, ich hätte schon eine Idee, was wir hier machen könnten, wenn wir das auf jeden Fall noch ein bisschen anpassen müssen. So. Und soll die Straßenbahn da durchfahren? Wäre ich, glaube ich, ganz nett. Oder lassen wir sie einfach außen rumfahren für den Moment. Wobei auf beiden Seiten ist vielleicht auch etwas viel. Ausnahmsweise mal hier durch, durch was nicht vierspuriges. Ja. Alle unzufrieden. Dafür, wenn die Haltestellen dann dazukommen, passt ihnen hoffentlich wieder besser. Gut, und ich denke für den Moment, und wir haben ja gerne ein paar offene Baustellen, werden wir hier einfach umdrehen. Und zwar wirklich einfach so und hierauf. Oder hierauf, wenn ich schlecht ziele. Auch gut. Wie gesagt, ist nur was Temporäres, damit wir die mal einrichten können. Und da wird es eigentlich genügen, so zusammenzuschließen, würde ich sagen, oder? Genau, dann machen wir das noch flott. Machen wir hier den ersten Stopp und hier dann den zweiten. Dann tue ich mir leichter mit Zielen. Halten wir da am Friedhof. Und dann geht's direkt wieder retour. Mal für den Anfang. Da halt man relativ selten. Da können wir vielleicht noch eine Haltestelle einfügen. So. Keine Ahnung, wie viele. Machen wir mal 8 Stück. Gut, kommen wir mal vom Bahnhof darauf. Sehr schön. Okay, ein bisschen Einwohner haben wir abgebaut. Vermutlich werden wir auch wieder etwas auf die Dienstleistung achten müssen. Oder vielleicht waren wir auch zu lang im Tag unterwegs und die ganzen Dienstleistungen, die in der Nacht etwas besser laufen, sind entsprechend vernachlässigt worden. Dafür haben wir gut Geld gesammelt. Da können wir ordentlich was ausgeben. Dann nächstes Mal. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Nochmal bis zum nächsten Mal. Ja, passt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, Bierdenk und Baba.